Hi, die Tage werden kürzer, es wird dunkel draußen, es ist super kalt geworden und da dachte ich mir neulich, ich kann ja mal was backen. Also habe ich nach Rezepten geguckt und dieses Reel hier gefunden. Also sie möchte was so Snickers-mäßiges backen. Datteln waren dabei, das ist jetzt Erdnussbutter ist dabei. Und als ich das gesehen habe, habe ich was verstanden, ich habe was verinnerlicht, nämlich ich will gar nicht backen. Backen wird mich nicht erfüllen im Leben. Ich suche eine Frau, die für mich backt. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist sogar relativ schwierig, weil, wie wir alle wissen, Frauen halt schon meistens ziemlich kompliziert sind. Aber ich habe die Lösung dafür gefunden. Ich habe auf TikTok endlich Frauen gefunden, die einfach anders sind als der Rest. Guck mal, zum Beispiel hier. Guck mal, sie sagt, warum Männer sie so sehr mögen. Weil sie natürlich ist, nicht so Make-up-fake. Weil sie eine positive Ausstrahlung hat. Weil sie unkompliziert ist. Und weil sie offen kommuniziert, dass sie einfach mal Bock auf Sex hat. Oh Mann, endlich mal eine Frau. Darf ich vorstellen, die Traumfrau. Und weil du ein Hammerlächeln hast, du bist wunderschön und hast einen perfekten Körper. Die Hand wanderte innerhalb von Millisekunden komplett an den Arsch. Oh mein Gott, endlich mal eine Frau, die nicht so kompliziert ist oder so fake-Make-up-mäßig ist wie die anderen Frauen. Und dazu hat sie auch noch Bock auf Sex und kommuniziert das. Okay, ganz kurz, das hat schon spürbare Pick-Me-Vibes, oder? Das bilde ich mir jetzt nicht ein. Also Pick-Me, kennt ihr ja, das ist, wenn Frauen zeigen wollen, dass sie nicht so sind wie die anderen Frauen. Nicht so zickig, nicht so kompliziert. Und damit wollen sie halt obviously Attention. Das geht übrigens auch andersrum, dass man nicht sagt so, hey, ich bin so toll, weil ich bin so anders als die anderen, sondern dass man eben sagt, keiner will mich, weil ich bin so anders als die anderen. Zum Beispiel sie hier. Männer wollen mich nicht, weil sie blond ist, Fußball liebt. Ey, kann ich verstehen, ne? Das ist so sad zu sehen. Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie kein Mann möchte. Wir wissen alle, blonde Frauen, die Fußball mögen, werden verstoßen in unserer Gesellschaft. Hugo, wie heißt du? Ich bin blond und mag Fußball. So muss ich dich leider rausholen. Ja, verstehe ich. Wünsch dir was. Die wahre marginalisierte Gruppe sind blonde Frauen, die Fußball mögen. Und ganz kurz an der Stelle, in diesem Video geht es zwar um Pick-Me-Girls, aber natürlich gibt es den Gegenpart auch bei Männern. Hier ist zum Beispiel einer, der auch keine abbekommt, aber er weiß auch warum. Warum ich kein Mädchen will. If I can't have you. Weil ich 1,80 bin. I don't want you to have anyone. Weil ich schnell antworte. And if you don't want me. Weil ich sehr eifersüchtig bin. Das ist das Einzige, was ich gelten lassen würde, aber auch nur so halb, weil es genau dafür auch eine Nachfrage gibt. Aber ich verstehe den Typen sogar so ein bisschen, weil mich möchte auch keine Frau. Manche von euch glauben vielleicht so, ey, ich jetzt leicht bei Frauen zu landen oder so. Aber das ist gar nicht so. Und an dieser Stelle kann ich vielleicht einfach mal ehrlich sein, warum mich keine möchte. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me. Oder sie hier, die hat's auch schwer. Warum mich kein Mann will. Tell me, what can I do now? Ain't it weil sie also wegen dem Boxautomat? Oder will sie auf einer Metaebene sagen, dass sie gewalttätig ist und gerne Menschen schlägt? Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner. Okay, wir haben jetzt jedenfalls gelernt, wie man keinen Mann abbekommt. Also nicht blond sein, nicht Fußball mögen, nicht Boxautomat, Boxen und so weiter. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie man einen Mann abbekommt. Wie kann man als Frau lernen, eine gute Frau zu sein? Interessant zu sein für Männer? Gibt's da irgendwelche Tipps auf TikTok? Was hassen Männer am meisten? Also blonde Frauen, die Fußball mögen. Ständig dieses Gelaber von den Frauen. Das natürlich auch. Das Gelaber von den Frauen ist auch immer stressig. Ich hatte das kurz vergessen. Okay, also diese Frau hier bringt anderen Frauen bei, wie die nicht so anstrengend sind wie die anderen Frauen. Verständlich. Warum kann dein Mann sich bei dir nicht öffnen? Weil jedes Mal, wenn er es getan hat, du sein Vertrauen missbraucht hast und im nächsten Streit ihn ins Gesicht geworfen hast, weil du als Frau dich emotional im Streit nicht im Griff hast. Ey, endlich sagt's mal jemand. Zum Glück gibt es Frauen,
die anderen Frauen erklären, dass Frauen das Problem sind. Damit die dann halt nicht so sind, wie alle Frauen sonst sind. Sie hat da völlig recht. Wir Männer haben es ja halt schon sehr schwer mit euch Frauen. Weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Sie sagt gar nicht immer so krasse Sachen, aber ihre Message wirkt trotzdem immer irgendwie so abgefahren, deep, weil sie einfach epische Musik im Hintergrund hat. Über welche Abhängigkeit sprechen wir denn hier? Sprechen wir hier über eine gesunde Abhängigkeit oder über eine ungesunde Abhängigkeit? Merkt ihr, was ich meine? Ich glaube, wenn du so Musik irgendwo drunter tust, dann wird alles irgendwie die Zwiebel und Knoblauch kleinschneiden und dann in einem großen Topf mit etwas Butter anschwitzen. Die Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und dann dazugeben. Rote Linsen natürlich ebenfalls in den Topf und dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Nein, Spaß, ich will mich gar nicht über diese Frau hier lustig machen, weil sie sagt ja obviously nur gute Sachen. Und sie sagt eben auch den Frauen, was sie zu tun und zu lassen haben. Wie soll dein Mann in eurer Beziehung der Mann sein, wenn du ständig als Frau seine Rolle übernimmst? Umso mehr du als Frau in der Rolle des Mannes bist, umso mehr stößt du deinen Mann ab. Ja, richtig. Finde als Frau deine Rolle als Frau. True, die Frau soll ja nicht seinen Part übernehmen. Also sie hat ja ihre eigenen weiblichen Aufgaben. Die Aufgaben der Frau halt. Und welche das zum Beispiel sind, zeigt uns auch die Dame im nächsten Clip. Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf. Es finde ich wichtig, dass sie das macht und sich an dem Tag auch täglichen Haushaltsaufgaben achtmal umzieht. Und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich... Ich habe das nicht zusammengeschnitten hier gerade, ne? Warte, eins, auf und bereite ihm schon mal zwei, zu. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon drei, ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben. Vier, Aufgaben. Und dann ist meistens fünf, auch schon Mittagszeit. Sechs. Also bereit. Wie viele Outfits hat sie in einem Tag an, Digga? Ja, das ist ein ganz schön vieler Outfitwechsel, aber ich kann es auch verstehen. Wenn man viele schöne Klamotten hat, dann will man die auch alle tragen. Vielleicht sollte ich das auch machen, dann könnte ich euch auch neue Pieces zeigen vom aktuellen Sparkdrop, der jetzt, genau jetzt, draußen ist. Was für ein Timing! Es gibt ein paar neue Pieces, wie zum Beispiel das Spookshirt mit so einem süßen, flauschigen Stick vorne drauf und auch noch einen Backprint, feier ich übelst. Dann gibt es den Torn-Hoodie, den ich das ganze Video schon getragen habe, mit so einem Chest-Label vorne drauf. Das gleiche auch nochmal als weißes Shirt mit der Naht so in der Mitte. Und neu ist auch hier die Wire-Kette in schwarz. Dazu gibt es verschiedene Redrops, zum Beispiel vom Melting-Smile-Shirt oder vom schwarzen Wire-Hoodie. Den haben sich so viele von euch gewünscht. Alles genau jetzt draußen, Link ist in der Videobeschreibung. Gönnt euch und weiter geht's mit dem Video. Boah, das ist echt nicht einfach, so das Leben als Pick-Me. Also ich gebe mir jetzt Mühe, dass ich nicht so nervig rumlaber, nicht so Fake-Make-up trage, auch häufiger mein Outfit einfach wechsle, obwohl, da muss ich das ja alles waschen. Oh, das ist voll anstrengend, Digga. Meine Waschmaschine, die hat WLAN. Alter, ich verstehe die bis heute nicht. Da muss man dann alles so reintun und dann wieder rausholen und dann aufhängen und dann abhängen. Eine Frau checkt deine Wäsche und wenn sie schmutzig ist, dann wäscht sie sie. Mhm. Oh, true. Es gibt ja Frauen, die können mir die Wäsche waschen. Aber genau diese Masche. Ich bin nicht so wie die anderen Frauen. Ich wasche dir deine Wäsche. Scheint auch wieder gut anzukommen. Bitte mehr von dieser Sorte. Puh, stark. Heiraten direkt. Gar kein Grund, ihr fremd zu gehen. Nicht mal ein Funken. Also warte, der Kommentar sagt ja praktisch, wenn sie nicht ordentlich die Wäsche waschen würde, hätte ich Bock, andere Frauen zu f***en? Aber weil sie die Wäsche fleißig wäscht, habe ich gar keinen Bock, andere Frauen zu bangen. Ne, nicht mal ein Funken. Still a better love story than Twilight. Behaupten manche Leute noch, dass es wahre Liebe nicht mehr gibt. Aber auch, wow, das ist eine Frau. So geil echt. Hä? Direkt heiraten. Lieber eine waschgierige als eine ganz schwierige. Aber ey, der Plan geht auf. Diese Frauen haben ja diesen Part mit Aufmerksamkeit von Männern gut verstanden. Männer springen da erstaunlich gut drauf an. Also die dribbeln uns auf Ebenen, dagegen können wir uns gar nicht wehren. Wo ich das wirklich auch faszinierend fand, war bei der Stella. Ihr erinnert euch an die Frau vom Anfang? Also wie ihr Content auf manche Arten von Männern wirkt. Also Leute, normalerweise habe ich ja nie Probleme mit Hate-Kommentaren, ne? Ist ja sehr gut so. Aber jetzt geht's mir einfach ein bisschen zu weit. Ich höre jetzt zum tausendsten Mal, dass ich Grund für die Erderwärmung sein soll. Und das geht mir so langsam echt nah, ne? Also ich bin zwar hot, hier nochmal der Beweis, aber eine ganze Erde kann ich auch nicht alleine erwärmen, ne? Was sagen die Kommentare zu diesem Banger von einem TikTok? Jetzt weiß ich, wer schuld ist. Warum ich im November noch mit T-Shirt rumlaufen kann. Na, danke dafür. Oh Gott, du bist so unfassbar süß. Der Clip ist so witzig und dein Lächeln zum Schluss haut mich mal wieder richtig um. Und dann wurde der hier gemacht. Aber volle Kanne. Hot. Sagen wir, du strahlst wie tausend Sonnen. Wenn ich dich sehe, wird mir auch warm ums Herz. Hm? Ich habe eigentlich gedacht, dass ich Eiswürfel im Glas hatte, bevor ich das Video geschaut habe. Versteht ihr,
weil sie so hot ist. Also bevor jetzt jemand von euch sagt, dass dieser Content von Stella manchmal so ein bisschen unangenehm ist, sie scheint ja einen Effekt zu haben auf diese Art von Männern. Und vielleicht ist es genau ihr Ziel. Vielleicht ist sie strategisch da viel weiter als wir. Sie spielt schon so 4D-Schach und wir rallen es nicht mal. Vielleicht, aber auch nicht, ne? Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Leute, also mit Spucke und Geduld bekommt man alles rein. Hin. Ich meinte natürlich hin. Hat sie nicht gerade gesagt. Hat sie das wirklich gerade gesagt? Das hat die nicht gerade gesagt, oder? Doch, ich glaube, die hat es gerade gesagt. Nicht ihr Ernst, dass die das gerade gesagt hat. Also, ich persönlich glaube, dass sie das eben gesagt hat, aber es gibt auch noch genug andere Pick-Me-Girls auf TikTok. Schauen wir doch mal, was die zu sagen haben. Ich finde übrigens den Ausdruck Pick-Me gar nicht so easy klar abzugrenzen. Zum Beispiel dieses Reel hier. Du bist eine gute Freundin und kümmerst dich um deine Freunde, wenn es ihnen schlecht geht. Also sie guckt ihre Freunde an und wenn die Freunde dann zum Beispiel was vom Tag erzählen oder so, dann nickt sie und sagt, ja, ich verstehe dich, voll, slay. Ich finde es wahnsinnig toll, dass sie nicht nur aufmerksam zuhört, sondern eben auch nickt dabei und zeigt, dass sie das so sieht. Okay, jetzt aber kurz Real Talk. Ich weiß gar nicht, ob das noch zu Pick Me zählt. Wisst ihr, was ich meine? Weil irgendwie geht es ja schon so ein bisschen in diese Richtung von guck mal, ich bin cool, weil ich bin anders als andere Frauen. Auf der anderen Seite fühlt es sich schon so ein bisschen an wie so Classic Boy TikToks. Nur halt in weiblich. Also alles nicht so klar definiert. Wo fängt es an? Wo hört das auf? Was aber definitiv ein Classic Pick Me ist, ist folgendes. War ich die Einzige, die von der 5. bis zur 10. Klasse fast eigentlich immer nur bei den Jungs gechillt hat, weil Jungs einfach nie gezickt haben. Die waren einfach immer nett zu einem. Und dann haben einen natürlich noch mehr Mädels gehasst. Aber ich wollte doch nur chillen. Ich glaube, das ist der Klassiker, oder nicht? Oh Mann, Jungs waren immer so viel cooler und Mädchen immer so zickig und kompliziert. Come on. Und weil sie gefragt hat, ob sie die Einzige war, natürlich. Natürlich war sie die Einzige, die das so empfunden hat. Niemand sonst ist so. Und niemand sonst wird jemals so sein. Du hast praktisch Pick Me erfunden, so wie alle anderen in den Kommentaren. Versteht mich nicht falsch. Chillt gerne mit Typen, wenn ihr mehr mit Typen chillen wollt. Bei mir ist genau andersrum. In meinem Team sind die meisten Frauen, also hänge ich mehr mit Frauen ab. Das ist alles fein. Aber wenn man halt betonen muss, dass die anderen alle zickig sind und kompliziert und man selbst ist die Ausnahme, dann ist es die Definition von Pick Me. Das schwingt dann auch immer so ein bisschen Abwertung von Frauen mit. Wie zum Beispiel auch hier. Warum sind pummelige Jungs immer so lustig, aber pummelige Mädchen immer so nervig? Okay, das ist eigentlich eine legitime Frage. Aber ey, wir haben heute eine Menge gelernt. Ich weiß jetzt, worum es geht, wenn man als Frau gepickt werden möchte. Deshalb jetzt meine Message an euch Frauen. Ich weiß, dass es schwer ist, einen Mann zu finden, von sich zu überzeugen. Vor allen Dingen, wenn man blond ist. Weil als blonde Frau kriegst du ja praktisch niemanden mehr ab. Die sind ja auch ein bisschen widerlich, ne? Aber ihr könnt an euch arbeiten. Seid nicht so nervig wie die anderen. Hängt gerne mit den lustigen, pummeligen Jungs ab, aber nicht mit den pummeligen Mädchen, weil die nerven. Denn Männer hassen nichts mehr als dieses ständige Gelaber von den Frauen. Lasst die Männer doch mal maskulin sein. Wascht ihnen die Wäsche, kocht ihnen das Essen. Seht immer gut aus dabei, aber ohne Make-up. Kein Fake-Shit, aber irgendwie schon Make-up und 7-mal das Outfit am Tag wechseln. Aber nicht so tryharden dabei, eher so auf Lock und denkt auch oft an Sex und kommuniziert das auch. Aber nicht mit diesem Gelaber halt so an den richtigen Stellen. Denn dann werdet ihr gepickt von genau den richtigen Männern. Viel Spaß mit denen.